can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Schulranzen für die Grundschule, das ist das Thema hier und jetzt. Ich stelle dir den GMT for Kids vor, in zwei unterschiedlichen Modellen, einmal für die Jungen, einmal für die Mädchen, aber es gibt noch viele, viele andere Farben. Er ist momentan einer der leichtesten Schulranzen, die du auf dem Markt finden kannst. Du hast mir die Idee gegeben, mal über Schulranzen für die Grundschule zu sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn du dieses Video hilfreich fandest. Und hinterlasse mir bitte auch mal eine Idee, welches Modell dich vielleicht begeistert. Der GMT for Bags kommt in seinem Pack mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen um die Ecke. Du hast hier erstmal sehr, sehr wichtig für die Kinder Badges, wo du entsprechend deinen Schulranzen unterschiedlich designen kannst. Der Schulranzen hat serienmäßig ein Regencover dabei, denn es sind Reißverschlüsse verarbeitet, die nicht wasserdicht sind. Das ist aber auch nicht schlimm, weil wasserdichte Reißverschlüsse wären für unsere Kinder kontraproduktiv, denn diese lassen sich deutlich schwerer öffnen. Dann benutze ich für die schlechten Zeiten ein Regencover. Hey, du möchtest das GMT Light Pack gewinnen? Also ein Wert von 220 Euro mit Ranzen, Rucksack, Federmäppchen, Schlampermäppchen und Regenschutz? Dann like mir das Video, kommentiere mir das Video, ob es für dich hilfreich war und vor allen Dingen hinterlasse mir mal eine Idee, was du als nächstes sehen möchtest. Was du damit machst, wen du es schenkst, ist absolut dir überlassen. Ich wünsche dir viel Glück. Wie wasserdicht er ist, das sehen wir gen Ende des Videos. Du hast einen 3D-Rücken, einen ergonomisch geformten, festen Rücken. Der ist leicht gepolstert, aber schmiegt sich sehr schön den Rücken an. Du hast Schulterriemen, wie lang die sind, wie schwer der Rucksack ist, welches Maß der Rucksack hat, findest du unten über die Beschreibung. Dort gelangst du entsprechend auf die Travel-Liebe mit sämtlichen Maßen und weiteren Informationen. Du hast einen höhenverstellbaren Brustgurt und auch Reflektoren. Bezüglich Reflektoren, er leuchtet an den Reflektoren von den Schulterriemen, an der Seite mit den Sternen und auch der Dino, der Metallic Dino ist hier entsprechend leuchtend verarbeitet, genauso wie der Reißverschluss. Wenn du jetzt dein Regencover benutzt, hast du natürlich auch für die schlechte Zeit die Möglichkeit, einerseits über die Farbe, das finde ich unheimlich schön, zu leuchten. Aber zusätzlich hat GMT noch Reflektorbänder verarbeitet und auch das Logo ist reflektierend. Also summa summarum eine gelungene Geschichte. Der Rucksack steht alleine, wenn das Kind den Rucksack gut passt, bleibt er auch sehr gut auf dem Boden stehen. Und da sind wir bei dem Punkt, er hat natürlich nur vier kleine, sehr, sehr flache Füße. Dementsprechend ist er nicht unbedingt komplett entkoppelt vom Boden. Du hast an den Seiten zwei Wasserflaschenfächer, die unten keine Ablauflöcher haben. Also inwiefern der wasserdicht ist, weil wenn Wasser hier reinfließt, kommt es unten nicht raus und geht meistens über die Nähte, werden wir dann später sehen. Wir waren bei dem Rücken. Was natürlich auffällt ist, er hat keine Beckengurte. Das ist im Grunde genommen gar nicht schlimm, weil viele, viele Rucksacklieferanten bzw. Schulranzenlieferanten setzen auf die großen Beckengurte. Das ist sehr gut, weil das Gewicht geht auf die Beckengurte, aber du siehst im kaum Kinder, die die Beckengurte richtig tragen. Also
ist die Frage, ob es dran sein muss und zusätzlich Gewicht bringt. Gewicht war ein Thema, das ist einer der leichtesten. Der ist natürlich deutlich leichter als Step by Step. Wirst du, wenn du bis zum Ende guckst, erfahren, weil da zeige ich dir die Playliste und vergleiche dieses Modell mit anderen. Mir gefällt sehr gut, dass du hier oben das oberste Fach hast und einen direkten Zugriff auf die mitgelieferte Federmappe oder dein Butterbrot hast. Also das heißt, wenn der Junior oder die Tochter in der Schule ist, kann sie direkt zugreifen. Du hast hier noch einen kleinen Bändel für normalerweise dein Regencover, was du da dran festmachen kannst. Und ja, Federmappe, kann man nicht viel zu sagen. Sieht aus wie eine normale Federmappe. Der Rucksack kommt mit Federmappe in dem Set und Schlampermäppchen. Schlampermäppchen ist im Hauptfach und auch hier das Hauptfach lässt sich über den Reißverschluss öffnen, über den Deckel. Und wie du siehst, ist natürlich eher sehr kopflastig, wenn hier oben das schwere Federmäppchen ist und je nachdem, wie viele Bücher drin sind. Du hast dann die Innovation schlechthin mit der Lampe, damit du auch einen guten Einblick bekommst. Hast du einmal das Schlampermäppchen noch dabei und du hast ein Dokumentenfach hier hinten und nochmal ein Kleinteilefach, Crossfach mit Reißverschluss. Wie groß das ist, das siehst du unten über den Link auf Travelliebe. Ein schönes Innenfutterdesign gestreift ist recht hell und bildet Kontrast. Dementsprechend findest du sehr schön die Sachen wieder. Sie liefern einen weiteren Rucksack und den kannst du natürlich sehr gut, oder dein Kind eher, zum Turnen benutzen, für den Sport, für die Freizeit. Und auch hier hast du das Gleiche. Du hast das Hauptfach, auch mit dem gleichen Innenfutter. Du hast hinten ein Dokumentenfach oder irgendwas anderes, wo du vielleicht auch ein Tablet reinstecken kannst, dein Smartphone. Und du hast vorne eine Tasche und auch dort in die Tasche passt zum Beispiel die Federmappe sehr gut rein, falls dein Kind beim Sport noch arbeiten muss und schreiben muss. Und du hast an den Seiten entsprechend zwei Wasserflaschenfächer, einen ergonomisch geformten Schultergurt, der natürlich auch in der Höhe verstellbar ist. Hier ist natürlich kein Brustgurt verarbeitet. Also ein Rucksack, der recht minimalistisch ist, der kommt im Pack zusammen in einer Tasche. Und da siehst du natürlich, du kannst auch bei den Schulferien zum Beispiel den Schulranzen komplett zusammenpacken und verwendest nicht viel Platz. Ob der Rucksack jetzt wasserdicht ist, das prüfen wir jetzt. Komm mit! Jetzt testen wir erstmal den GMT for Kids mit der Regendusche. Nicht diesmal mit der Regendusche, sondern von der Seite, weil viele gesagt haben, wir müssen eher von der Seite berieseln als direkt von oben. Eine Minute. Und mit dem Regencover sehen wir natürlich, hält es sehr gut ab. Es läuft runter. Wir haben zwei Reflektoren. Das ist schön. Und ich gehe davon aus, dass er natürlich dicht ist. So, wie du siehst, ist er eigentlich komplett dicht. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen gar nicht reingucken. Es ist alles gut. Und was passiert jetzt hier, wenn wir komplett von der Seite beregnen, sehen wir jetzt. Wir sehen natürlich, die Reißverschlüsse verfärben sich direkt. Es läuft runter, es wird die Schwachstelle hier sein, aber so doll wird es normalerweise nicht regnen.
Den Schulranzen habe ich jetzt ein wenig abgetrocknet. Und jetzt gucken wir, wie es hier drinnen aussieht. Da ist es ein wenig nass. Genauso wie sicherlich auf der anderen Seite. Hier sieht es auch ein wenig nass aus. Du siehst hier schon in dem Polster. Hier ist richtig viel Wasser reingelaufen. Auch hier oben. Das Hauptfach mit den Schulzeitungen, mit den Schulbüchern. Hier ist es trocken, aber die Schulbücher, siehst du anhand der Zeitung, sind nass. Ich fand den Test hilfreich. Es war ganz klar, dass der mit der Regenschutzhülle wesentlich besser abschneidet. GMT setzt hier auf Leichtigkeit, verwendet ultraleichte Materialien. Das heißt auch ein schwerer Magnetverschluss. Da wird hier drauf verzichtet und man setzt auf traditionelle Reißverschlüsse. Die sind natürlich nicht wasserdicht, das hatten wir schon eingangs besprochen und dementsprechend ist es natürlich auch nicht komplett beim Regen wasserdicht. Aber dafür haben wir ja die Regenschutzhülle und können den Rucksack bei schlechtem Wetter, bei schlechter Sicht noch attraktiver machen, noch sichtbarer machen. Und dementsprechend ist es gar nicht so schlimm, wenn der GMT for Kids ohne Regencover nicht komplett wasserdicht ist. Durch leichten Regen kann dein Kind gehen und wird hier sehr viel Spaß mit dem leichten Rucksack haben. Ich empfehle dir jetzt hier unten diese Playliste, denn diese Playliste zeigt dir auf jeden Fall noch viel, viel andere coole Rucksäcke, Schulranzen für Grundschule und sogar für die weiterführende Schule. Und wir sehen uns jetzt im nächsten Video.